Servus, liebe Facebook-Freunde draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder euer beliebter und bekannter Rainer Zipfel. Man hat mich in letzter Zeit oft gefragt, Rainer, warum gibt es eigentlich im Fußball keinen Libro mehr? Und was hatte der Libro eigentlich für eine Aufgabe und wann wurde er zum letzten Mal international eingesetzt? Nun, der Libro, liebe Freunde, ist der letzte Mann vor dem Torhüter, vor dem Torwart. Er hat die Aufgabe, den Strafraum und das ganze Gebiet vor dem Torhüter abzusichern. Dafür ist dann eine Dreierkette gewesen, drei Abwehrspieler. Durch das moderne System des Gegners hat man jetzt alle Spieler mehr nach vorne verlagert, die Außenverteidiger rücken mit vor, sodass, wenn du nur drei Leute hinten hast, auf einer Seite eine Lücke entsteht mit diesem Libro-System. Deswegen hat man den Libro aufgegeben und gliedert ihn in die Viererkette mit ein. Das letzte Mal, wo international mit Libro gespielt wurde, war bei der Europameisterschaft, wo Griechenland Europameister wurde, unter Otto Rehhagel. Warum das funktioniert hat, das wissen auch die sogenannten Experten nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass einfach der Überraschungseffekt das Entscheidende war. Auf diese Taktik war niemand vorbereitet. Otto Rehhagel hat es dann weiterhin gespielt und dann war es nicht mehr so erfolgreich. Das war einfach der Überraschungseffekt. Also da wurde der Libro zum letzten Mal international eingesetzt unter Otto Rehhagel als Nationaltrainer von Griechenland. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich ein Schachbrett aufgebaut habe. Ich möchte euch versuchen, anhand eines Schachbretts den Fußball etwas näher zu bringen, für diejenigen, die vom Fußball nicht so viel Sachverstand haben. Wenn ich diese zwei Figuren, diese zwei Spieler, den Torschützenkönig und den Spielmacher nach vorne ziehe, habe ich drei Reihen. Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Abwehr, das Mittelfeld, das sind die Bauern, die arbeiten für den Angriff. Und jetzt sage ich euch drei Begriffe aus dem Fußball, die ihr vielleicht kennt. Rasenschach, linker, rechter Läufer und Bauernopfer. Stammen alle aus dem Schach. Was bedeutet Rasenschach? Rasenschach bedeutet, dass man mit kleinen Spielzügen, wo man den Ball sich hin und her schiebt, versucht, kleine und größere Vorteile sich gegenüber dem Gegner zu verschaffen. Spielzüge kommen auch wieder aus dem Schach. Dann gibt es den linken und rechten Läufer, die Außenverteidiger, die Abwehr. Und dann die Bauern im Mittelfeld, die die Arbeit für die Stürmer und für den Spielmacher erledigen. Das beste Beispiel war zu Helles Weißweilers Zeiten, Hacke Wimmer als Mittelfeldspieler, der die Drecksarbeit, so hat man es damals genannt, für den Spielmacher Günter Netzer erledigt hat. Und dann gibt es natürlich den Torschützenkönig und den Spielmacher, der beim Schach, das ist der einzige Unterschied gegenüber dem Fußball, eine Dame ist. Beim Fußball wohl eher ein Herr. Liebe Freunde, ich hoffe, ich konnte euch den Fußball ein bisschen näher bringen und möchte euch jetzt alle für Samstag, den 12.11. um 16 Uhr einladen. Und zwar spielen wir nicht gegen Tabellendritten, nicht gegen Tabellenvierten, Fünften, sondern gegen den Nord-Tabellenführer VfR Friesenheim. Es ist ein ganz, ganz spannendes, rasantes und vor allem wichtiges Spiel für uns. Ihr wisst ja, wir haben unser letztes Spiel 4:2 gewonnen, der VfR Friesenheim 3:2 verloren. Noch dazu haben zwei Spieler von Friesenheim eine gelb-rote Karte bekommen. Beim letzten Heimspiel waren viele meiner Freunde da. Sind viele meiner Einladungen gefolgt. Auch nach dem Spiel im Vereinsheim. Es war brechend voll. Die Atmosphäre war auch nachher hervorragend. Dafür möchte ich mich bei allen, die da waren,
bedanken und hoffe, dass am Samstag, den 12.11. 16 Uhr Spielbeginn noch mehr von meinen Freunden da sind. Also, Schublade auf, Notizbuch rausholen oder Smartphone eintragen. Samstag, 12.11. 16 Uhr SV Maudach gegen VfL Friesenheim. SV Maudach gegen VfL Friesenheim, Samstag, 16 Uhr. Ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch eine schöne Woche. Schafft nicht zu viel, lasst euch gut gehen. Und ganz zum Schluss möchte ich euch jetzt zeigen, was wir mit unserem Gegner, dem VfL Friesenheim, am Samstag anstellen werden. Wir werden ihn ganz einfach schachmatt setzen, liebe Freunde. Jawohl! In dem Sinn, Servus, macht's gut. Wir sehen uns alle am Samstag. Ich bin auch da. Ich freue mich auf euch alle. Und noch was. Neue Videos von Rainer sind in Planung. Servus!